Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss hier zunächst einmal feststellen, dass ich die Empörung der Ampelkoalition, dem Wunsch, in dieser Situation eine Debatte zu führen und zu hören, was die Bundesregierung zu sagen hat, absolut lächerlich. Und Genossin Mast, das war vieles, aber das war keine Geschäftsordnungsdebatte, wurde absolut deplatziert. Und ich möchte schon feststellen, so leid es mir tut, dass meine Fraktion in diesem Fall den Antrag der CDU/CSU ausdrücklich unterstützt. Ich finde es das Mindeste, dass wir heute Ihre Positionierung auch zu den Fragen, die eben der ukrainische Präsident hier aufgerufen hat, dass Sie die hier darlegen. Und Sie sind ja... Ich kann ja sehen, dass also die Bundesregierung ja in ihrer ganzen Pracht, wenn man so will, hier heute versammelt ist. Und da Sie ja auch professionell Politik machen, kann ich erwarten, dass Sie jetzt hier gleich ans Pult gehen und wir hier spontan diese Debatte führen können. Das wird möglich sein in diesen Fragen. Ich möchte zum Zweiten anmerken, warum ich das wirklich für völlig richtig halte, dass wir darüber diskutieren. Und Katja Mast, wir hatten eine Debatte unter den parlamentarischen Geschäftsführern über die Tagesordnung sehr wohl. Und es gab den Antrag des Kollegen Frey, hier diese Debatte zu führen, die von meiner Fraktion ausdrücklich unterstützt worden ist. So ist die Sachlage gewesen. Und es schlicht nicht richtig, was ihr sagt. So, ja, so geht es nicht. Und was ich auch schon, Kollege Mihalic, was ich auch schon sehr interessant finde, also ausgerechnet die Fraktion, vor allem FDP und Grüne, Sie und wir waren ja noch vor 150 Tagen in einer anderen Situation, wo Sie grundsätzlich mit uns dafür gestritten haben, dass die Bundesregierung hier Rechenschaft ablegt in solchen Fragen. Und das ist auf einmal vorbei. Es ist verlogen ohne Ende. Letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, Sie kriegen das doch nun mit. Man muss seinen Kindern erklären, dass wir auf einmal wieder Krieg in Europa haben. Die Leute sprechen darüber. Es gibt große Angst. Und wir sind in einer Situation, wo Sie, Herr Bundeskanzler, das größte Militarisierung und Aufrüstungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland angekündigt haben. So ist es gewesen, wovon Ihre Fraktion bis auf die erste Reihe nicht mal was wusste. Und es ist das Mindeste, dass wir darüber diskutieren, wie Ihre Pläne dazu sind. Sowohl das Mindeste bei 100 Milliarden Euro Sondervermögen, egal wie man dazu steht. Und abschließend sage ich, es bricht Ihnen doch wirklich kein Zacken aus der Krone, wenn wir jetzt hier diese Debatte führen. Und ich will Ihnen schon sagen, also auch diese lächerliche Empörung hier, dass die Oppositionsfraktion hier einen Antrag stellt, ist ja wirklich lächerlich. Da will ich noch mal eins sagen. Sie müssen mal aufpassen, dass Sie nicht nach 100 Tagen schon so arrogant sind wie andere nach 16 Jahren, um das auch in aller Klarheit zu sagen.